So, Leute, da habe ich jetzt erstmal so die Transfers so gemacht. Also, ich bin am linken Verteidiger dran, weil wir haben Dings, wir haben Fabian Holland verkauft. Und deswegen kommt jetzt erstmal Emi Karic rein. Und ja, das ist halt dann jetzt unsere Aufstellung für das Spiel. Und dann gehen wir jetzt mal zum Spiel. So, zum Spiel. War sie natürlich verletzt, ist scheiße, aber so ist es halt im Leben. Jetzt 4-0 gewonnen gegen Regensburg. Das war spitze, das war geil. Breiden-Manu hat zwei Tore gemacht, einen Elfmeter verschossen und Wilhelmsen hat zwei Tore gemacht. Also lief ja richtig gut. Die Pressekonferenz, Co-Trainer. Breitenreiter. Wer ist denn das? Der Trainer von Hoffenheim. Wen will denn der holen? Schwind holt neue Gesichter. Ja, ich hole neue Gesichter hier. Die dürfen noch nicht zum Einsatz kommen. So, Sirigu zufrieden mit dem Sieg. Ja. Dafür muss man ja auch zufrieden sein über den Sieg. Wenn wir 4-0 gewinnen. So. Nächstes Spiel ist dann gegen Bochum. Das ist DFB-Pokal. Ja, entweder sind wir Zweiter oder Dritter. Kommt halt darauf an, wie viel Heidenheim spielt. Ich hoffe mal, dass Heidenheim verliert. Außer wenn es gegen Nürnberg ist. Dann hoffe ich es natürlich nicht. Probleme mit Kempe wäre hin. Ich werde als Ersatz für ihn in einen besseren Spieler verpflichtet. Ja, hier kommen. Fortfahren. Ach, unsere U19 hat ja gegen die Bayern U19 gespielt.
Bamberg muss gegen St. Pauli. Ja, okay, das gewinnen die und Heidenheim gegen Hansa Rostock. Ja, das könnten sie eigentlich auch gewinnen. Na, wunderbar. So, Top-Torschütze von uns ist Brian Manu mit 8 Toren. Ja, wir haben gegen Bayern U19 gewonnen. 2-1. Wer ist das eigentlich? Aha, da kann ja gar nichts mehr werden. 2 Tore von Philipp Son. Und das, obwohl er nach dieser Saison dann unseren Verein verlassen wird, leider. Wolstadt beginnt sich Sorgen zu machen. Warum beginnt der sich jetzt auch mal Sorgen zu machen, hä? Scoutbericht über Bochum. Ich hatte vorhin. So, der ist natürlich beleidigt, weil ich Fabian Holland verkauft habe. Aber ich habe ja jetzt schon einen Ersatz im Blick. Wenn der auch mal auftauchen, also wenn der auch mal was sagen würde, ob er kommt oder jetzt nicht. Nee, der hat sich noch nicht gemeldet. Nö. Der hat sich noch nicht gemeldet. Der soll sich mal melden hier, der die Schnarchtüte. Fortfahren. Hoffenheim macht Angebot für. Ich verkaufe den nicht. Ich brauche den Stürmer. Ach, deswegen ist er bei uns im Stadion. Ja, aber ich verkaufe den ja wie gesagt nicht. Ich brauche den Stürmer. Und deswegen werde ich ihn auch nicht verkaufen. Am Mittwoch ist das Spiel gegen Bochum. Ist auch Zimmermann verletzt. Ey, wir haben wirklich Pech, Alter. Ja, Warming ist auch noch mal verletzt. Ja, komm, vielleicht noch mehr verletzen, ne? Scheiße. Trainingsplan. Jo. Wir haben einfach nur Pech. So viele verletzt. Und ja. Ihr sollt mal melden, Alter. Warum meldet diese Schnarchtüte sich denn nicht? Wir brauchen diesen linken Verteidiger halt. Ich habe vergessen, wer das war, aber das war irgendein Linksverteidiger. Irgendein Linksverteidiger. 8-9 Nachrichten, da kann er dabei sein. Ruhige Deadline Day erwartet. Warte, war da hier vielleicht? Nö. Transferfrist endet heute. Den hier wollte ich haben. Ja, was ist jetzt mit dem? Also wartet er noch auf ein Vertragsangebot oder was? Okay, dann mache ich ihn jetzt eins. Vertragsangebot ändern. Ach, ich hab den schon Vertragsangebot gemacht. Okay, den muss man noch annehmen. Transferfrist endet heute. Komm, teilnehmen. Wie gesagt, ich brauche noch diesen einen Spieler, deswegen nehme ich jetzt teil. Posteingang, Ratschläge zur Aufstellung Bochum. Aitazulu warnt Darmstadt vor Hoffmann. Ja, danke. Pressekonferenz natürlich wieder Co-Trainer losschicken. Komm, fortfahren. Einfach nur nochmal fortfahren. Sirigu glaubt an die Chance. 4 neue Nachrichten. Angebot für Darmstadt. Ohr. Ja, so gut ist er nun wieder auch wieder nett. Also, wir können ihn ruhig gehen lassen. Alter, ich will Wilhelmsen nicht verkaufen. Wir haben dann keinen Stürmer.
Mielheim und Breiden, Manu. Im Spiel der 11 der Woche. Ich kann noch mal bitte unterschreiben, Alter. Wir brauchen einen Linksverteidiger. Der Woche meldet er sich denn nicht? Bell bestätigt Wechsel zu Darmstadt. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt ist er endlich bei uns. Ist nicht so jung, ist auch nicht so alt, also deswegen haben wir den jetzt gekauft und wir brauchten ja einen neuen Linksverteidiger. Und das ist er dann ja jetzt mal geworden. Morgala geht auch mit. Ja, das war's dann. Ja, das war's. Auswahl bestätigen. Rückennummer zuweisen. Ah, der Vita braucht auch noch eine Rückennummer. Dann kriegt der die Nummer 18. Harlock bekommt dann die Nummer 27. Asseco und Kili bekommen die Trikotnummer 9. Der bekommt dann die Trikotnummer 2. Morgala bekommt dann die Nummer 25 und der Jugendspieler bekommt dann die Nummer 33. So, Nummern abgeben, diese Nachricht bitte nicht mehr anzeigen. Posteingang. Hansa Rostock steht vor Verpflichtung von Ohr. Ja, wie gesagt, brauche ich nicht. 11 Stunden noch. Kann sich irgendwie was springen, Alter? Ich hab doch jetzt meine Spieler. Frage von. Ja. Ich nehme keine, immer keine Fragen. Transfer News. Soziale Feed. Fortfahren. Posteingang. Gott. Hier steht, wäre eine gute Verpflichtung. Jetzt will er auch noch Wolfsburg. Alter, ich verkaufe den nicht erstmal. Wir brauchen den erstmal noch. Leipold gehen können. Einen Oscar Wilhelmsen, den geben wir nicht ab. Denn wir brauchen hier einen Stürmer. Und beim letzten Spiel hat er ja 2 Tore geschossen und hat damit überzeugt, dass er auch spielen kann und Tore schießen kann. Und der wird noch viele Tore hoffentlich schießen. Und wir dann eine Vereinslegende. Posteingang. Ja, das ist schön. Alter, ich muss noch mal 6 Stunden warten. Posteingang. Frage von Hoffmann. Also ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Denn das dauert jetzt doch schon lange. Transferphase. Und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel. Lasst ein Like und ein Abo da. Und würde mich sehr freuen. Und tschüss.